Der Teufel ist ein Optimist, wenn er glaubt, dass er die Menschen schlechter machen kann. Die Zeitungen haben zum Leben annähernd dasselbe Verhältnis wie die Kartenauflegerin zur Metaphysik. Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. Gescheiter Tadel ist wie eine Leiche mit Soße darauf. Ohne Soße würdest du dich abwenden, aber mit Soße bemerkst du nicht, was du herunterschluckst. Man kann nicht die Macht den Schwachen geben, indem man die Starken schwächt. Der Krieg ist darin schlimm, dass er mehr böse Menschen macht, als er deren wegnimmt. Der Philosoph, der in der Öffentlichkeit eingreifen will, ist kein Philosoph mehr, sondern Politiker. Er will nicht mehr nur Wahrheit, sondern Macht. Das mächtigste Hirngespinst ist die öffentliche Meinung. Niemand weiß genau, wer sie macht. Niemand hat sie je persönlich kennengelernt. Aber alle lassen sich von ihr tyrannisieren. Hass macht hässlich, Liebe macht lieb, Achtung macht achtenswert und Hingabe hinreißend. Selbstmitleid ist mit Abstand das schädlichste nicht-pharmazeutische Betäubungsmittel. Es macht süchtig, beschert kurzzeitig eine Art Wohlgefühl und isoliert sein Opfer von der Wirklichkeit. Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zu Pflicht. Wer Sicherheit der Freiheit vorzieht, bleibt zu Recht ein Sklave. Im Namen der Toleranz sollen wir uns das Recht vorbehalten, die Intoleranz nicht zu tolerieren. Geben Sie dem Arbeiter das Recht auf Arbeit, solange er gesund ist. Sichern Sie ihm Pflege, wenn er krank ist. Sichern Sie ihm Versorgung, wenn er alt ist. Das Recht muss nie der Politik, wohl aber die Politik jederzeit dem Recht angepasst werden. Niemand schafft größeres Unrecht als der, der es in den Formen des Rechts begeht.